Hallo Freunde der Warane und der Familie der Reptilien. Mich hat diese Familie schon sehr, sehr lange begeistert. Jedes Mal, wenn ich einen Besuch in Thailand habe, freue ich mich, wenn dieser Kamerad und Freund meinen Weg kreuzt. Thailand ist ein traumhaftes Land. Mit vielen Schlangen, Reptilien in Form von Echsen, Waranen und natürlich die Krokodile, nicht zu vergessen. Eine sehr faszinierende Familie. Doch heute möchte ich mich etwas mehr mit den Binden-Waranen aus Thailand beschäftigen oder ein bisschen darüber reden. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das eine oder andere unten in Textform wiedergeben könnt. Ich bin an allen Sachen interessiert. Vor allen Dingen bin ich immer auf der Suche nach Hotspots in Thailand, wo man außergewöhnliche Tiere beobachten kann. Es gibt sehr, sehr viele Tierarten, die ich noch nicht gesehen habe und die ich unbedingt erleben möchte. Und vielleicht in einer kleinen Dokumentation wiedergeben kann. Diese Warane sind sehr interessant gewesen. Ihre Länge war circa 2,50 Meter, vermute ich. 3 Meter wäre schon sehr weit gegriffen, aber sie waren sehr große, kräftige Individuen. Und ich hatte auch einen großen Respekt vor diesen Tieren. Denn wie wir wissen, der Speichel dieser Tiere und die Zähne können sehr große Infektionen verursachen. Und ich wollte eigentlich die Begegnung nicht machen, dass mich einer dieser außergewöhnlichen, wunderschönen Echsen natürlich noch beißt und noch infiziert. Für mich war es eine sehr schöne Zeit. Ich kann auch was zu dem Platz sagen, wo ich gewesen bin. Die Paarung fand im Lumpini Park statt. Es war ein sehr interessantes Gerangel. Anfangs dachte ich, es ist ein Kampf, aber nein, es ist ein Paarungsritual gewesen und sah ganz schön heftig für mich aus. War für mich faszinierend und sehr interessant gleichzeitig. Diese Tiere fühlen sich wohl am Land wie auch im Wasser. Sie begeistern mich sehr. Mein Lieblingstier ist eigentlich die Familie der Krokodile. Aber die Warane sind von den Krokodilen nicht weit entfernt und bilden auch eine sehr interessante Familie, wie einige von euch bestimmt auch wissen werden. Ich selber war in diesem Augenblick im Lumpini Park in Bangkok und hatte das unglaubliche Glück, diese Paarung filmen zu können. Ich habe die Warane mit ein bisschen Hühnchen angelockt und gefüttert. Und muss sagen, ihnen hat das sehr, sehr gut getan. Und sie haben sich dann auch etwas, wie soll man sagen, weniger fotoscheu gezeigt. Was für mich immer eine Herausforderung war, wenn man gleichzeitig die Tiere füttern und in den Fokus rücken muss. Und aber auch gleichzeitig hinter der Kamera sein muss. Es ist ein riesiges Problem. Man kann nicht an beiden Plätzen gleichzeitig sein. Vögel gab es auch viele. Ich kenne die Namen von ihnen nicht. Die eben sahen aus wie Beos, würde ich sagen. Davon gab es sehr viele. Vielleicht weiß ein anderer von euch die Namen und schreibt sie mir unten in den Text. Diesen Waran habe ich gesehen in Südthailand.
Das war ein Grabi. Dieser Varan war am Rand unseres Hotels. Ich war fasziniert. Wir mussten auf unser Zimmer warten und schon war ein Varan unterwegs und ich machte die Begegnung mit ihm. Leider ließ er sich nie wieder blicken nach dieser Begegnung. Aber ich denke, er suchte einfach nur die Nähe, weil Menschen bedeutet Essen, Futter. Ja, das wird das Lockmittel gewesen sein für diesen Varan. Die Warane sind faszinierend und ich habe gesehen, dass da ganz schön was in diese Mäuler hineinpasst. War schon faszinierend. Ich habe auf den Markt gesagt, sie möchten doch bitte das Hähnchen halbieren, die Hähnchenkeulen, die ich verfüttert habe. Das hätte ich niemals machen müssen. Also sie hätten locker ein ganzes Hähnchen verdrücken können, wenn die das Maul aufmachen. Was auch faszinierend war, die Gas. Ga heißt gleichzeitig in Thailand Krähe oder Rabe. Und die sind einen richtigen Futterkampf gegangen mit den Varanen um das Fleisch. Eine halbe Keule haben sie den Varanen natürlich klauen können. Das andere konnte ich Gott sei Dank verhindern. Dieser Varan war sehr neugierig. Ich habe ihn aus dem Wasser gelockt, wo er vorsichtig herangeschwommen ist, und habe ihn dann ein bisschen gefüttert und ein bisschen vor die Kamera gelockt. Ich selber hätte den Varan natürlich am liebsten mit den Händen berührt, aber ich spürte zwischen mir und diesem Varan ein angespanntes Verhältnis. Das heißt, wenn ich ihn angefasst hätte, hätte er sich bestimmt lebensbedrohend gefühlt und ich wollte da auch keinen unnötigen Stress erzeugen. Somit habe ich es so genießen können, wie es war. Ich habe einmal das Stückchen Fleisch genommen, habe es ihm direkt ins Maul gesteckt, aber nur einmal, weil ich denke, dass das keine so gute Idee ist, ihm das Fleisch direkt in den Rachen hineinzuwerfen. Warane sind sehr interessante Tiere. Sie sind unglaublich anpassungsfähig. Und sie sind sozusagen eine Gesundheitspolizei, die sehr, sehr wichtig für die Menschheit auch ist, gerade wie in den Großstädten in Bangkok oder auf dem Land oder am Meer. Die Warane fressen alles das, was Abfälle sind, Fischerabfälle, Essensreste, die schlecht werden, wo andere Tiere, die die fressen, sterben können, krank werden, haben ihr Verdauungssystem überhaupt keine Probleme, damit umzugehen. Sie verdauen wirklich die übelsten Mahlzeiten. Der Lumpini Park war sehr interessant, muss ich sagen. Und es waren unglaublich viele Warane im Park. Sie haben sich alle ein bisschen versteckt im Wasser. Wenn man sich aber mit der Kamera ein bisschen bewegt hat und geschaut hat, dann hat man sie auch gefunden, wo die Köpfe rausgeguckt haben im Wasser. Ich bin selber den ganzen Park hindurch gelaufen, immer auf der Jagd nach einem schönen Motiv. Dabei sind mir viele Vögel vor die Kamera gekommen. Unter anderem auch diese Warane. Dieser eine Waran hatte einen verletzten Kiefer. Es sah fast ein bisschen verrückt aus. Er muss in seiner Jugend eine Kieferverletzung gehabt haben, die wieder verheilt ist.
Also kann man mal sehen, wie extrem diese Tiere mit Verletzungen oder Beschädigungen umgehen können und das regenerieren können. Bei den Krokodilen ist man das ja auch gewohnt. Das wird ein Bein abgebissen, entzündet sich das nicht, dann schließt sich die Wunde und es hat sich erledigt. Faszinierend, was die Tierwelt mit den Tieren macht. Tja, die Stärksten in der Evolution sind die, die überleben. Ja, was soll ich noch erzählen? Warane. Warane sind faszinierend. Und wenn jemand Interesse hat, würde ich Ihnen auch einige Tipps geben, wo er die wildlebenden Warane erleben kann und was er am besten machen kann, um auch richtig nah und Spaß mit den Tieren ein bisschen zu haben. Natürlich muss man auch ein bisschen das Tier akzeptieren. Also man darf es nicht als ein Spielzeug ansehen oder ein Kuscheltier. Warane sind schon gefährliche Tiere, wenn man allein die Krallen anschaut und das zahnbesetzte, mit Bakterien gefüllte Maul. Eigentlich sieht er ein bisschen aus, wie wenn er lächelt. Ich kann an so einem Tier sehr, sehr viel Schönes entdecken und finden, wo wahrscheinlich andere Menschen eher ein Abscheu dagegen entwickeln. Warane erinnern mich immer an die Familie der Saurier. So, nun denke ich, dass es für heute dann genug war über das Thema Warane. Ich bin sehr interessiert an alles, was ihr mir schreiben könnt, an Tipps für schöne Orte, wo man Tiere erleben kann in Thailand. Thailand ist das Land meiner Träume. Und ich hoffe, dass ich in 10 Jahren in Thailand die Tierwelt weiterhin hautnah erleben kann und einfach auf mich wirken lassen kann und weitere Dokumentationen darüber zu machen. So, Reptilienbegeisterte, nun wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, freue mich über Kommentare und lasst es euch gut gehen. Und ich werde weiterhin Dokumentationen über wildlebende Tiere, ich denke, das nächste werden wahrscheinlich Krokodile in Thailand sein. Also eine gute Zeit und ich freue mich über eure gemachten Kommentare.